zum 20-Jahr-Jubiläum der Stiftung Jugendsozialwerk Basel-Land ist mein Gast heute der Geschäftsführer. Es ist der Hans Eglin. Hans, schön, bist du zu mir gekommen. Ich nehme mir jetzt gerade mal das Recht aus, am Anfang doch noch etwas weiter zu schwätzen. Ich muss hier schnell ein paar Fakten über das Jugendsozialwerk ablassen. Und zwar geht es hier um 6 Standorte von Arbeitsintegration mit 230 Arbeitsplätzen, 3 Standorte Wohnintegration mit 80 Wohnplätzen, 7 Jugendzentren mit mobilen Angeboten, 5 Standorte Schulsozialarbeit, Primarschule, 2 Standorte Vita, Tagesstrukturen für Kinder, 60 Plätze, 2 Ferienpässe Basel-Land und Laufental für etwa 1'500 Kinder. Das Ganze bedeutet 8'900 Stunden Freiwilligenarbeit, wo auch noch 140 Mitarbeitende beschäftigen und alle miteinander schaffen es, grosso modo etwa 420'000 an Spendengeldern zu erhalten und einzutreiben. Und damit sind wir eigentlich schon bei einem Kernthema von dem Jugendsozialwerk. Ohne Hilfe vom Nächsten geht, glaube ich, in diesem Bereich nichts. Das ist richtig. Wir sind natürlich sehr darauf angewiesen, dass ein breiter Kreis von Menschen das Ganze unterstützt. Sicher mal Politik, die ein wichtiger Teil ist, sei das auf Bundesebene, Kantonsebene, Gemeindeebene. Da sind wir ganz stark darauf angewiesen. Wir sind unterstützt, in dem Sinn beauftragt vom Kanton primär und von den Gemeinden auf einer anderen Seite noch. Kannst du ein bisschen Einblick geben, was sind das für Angebote, die in dieser ganzen Fülle von Institutionen, die ich jetzt aufgezählt habe, erbracht werden? Also, wenn wir betroffene Jugendarbeit anfangen, ist das der Leistungsauftrag der Gemeinden, das heisst Jugendzentren führen, mobile Streetworker, mobile Jugendarbeiter bei uns, die arbeiten als im Streetworking. Von dort her ist das ein Auftrag von der Gemeinde im mittleren Baselbiet oder im Laufental. Sind das einzelne Gemeinden oder eine ganze Gemeindeverbünde, die uns einen Leistungsauftrag geben? Was hat es denn mit so Wohnheimen auf sich? Wer kommt dort in den Genuss von einer Leistung? In den Wohnheimen haben wir unterschiedliche Aufträge. Einerseits ist es ein Wohnheim in Basel-Stadt. Das ist in Aufsicht von der Jugendhilfe Basel-Stadt, vom Erziehungsdepartement. Das sind Jugendliche im Alter von 14 bis 22 Jahren, die einfach eine Unterstützung brauchen für ihr Erwachsenenwerden, weil es daheim aus verschiedenen Gründen nicht möglich ist, weil sie vielleicht auch schon vorher in einer Institution waren und so einfach auch in dem Sinn Begleitung brauchen auf dem Weg zum Erwachsenenwerden. Es gibt aber dann auch noch andere Hintergründe, in Liestels-Falkennest, wo es darum geht, junge Leute schon ab 18 Jahren, also wir reden dort von jungen Erwachsenen, die dort betreut, begleitet werden und eigentlich nach einer Krisensituation, sei das ein Aufenthalt in der psychiatrischen Klinik oder auch in einer Therapiesituation, wo sie nachher wieder vorbereitet werden auf selbstständig wohnen. Meistens mit Begleitung von einer beruflichen Abklärung, beruflichen Ausbildung auch. Und es geht dann einher, das Wohnen und die berufliche Integration. Ich denke, hauptsächlich geht es ja um Jugend- und Familienarbeit. Das ist natürlich ein Verbund. Wie geht man denn auf den Part der Familie ein? Was kann es hier ergeben? Wir haben auch ein Angebot, das speziell als Familienberatung dient. Wir machen das in Partnerschaft mit der Biermann-Stiftung, wo es darum geht, dass Familien auch telefonisch Rat einholen können, auch einen Termin vereinbaren können. Es geht vielmal um Ablösungsfragen von ihren Jugendlichen. Fragen, die halt auch in vielen Familien vorkommen, wo es darum geht, wie geht der Ablösungsprozess, wenn die Jugendlichen eben in dieser Altersphase sind und so auch eine gewisse unterschiedlicher Art natürlich Fragestellungen haben und dort entweder allein in die Jugendberatung kommen oder auch die ganze Familie mitnehmen, wo es dann auch um eine Familienberatung geht. Das ist jetzt ein spezielles Angebot sicher auch für Familien. Hans, du bist mit Leib und Seele, kann man sagen, dabei seit 20 Jahren. Es hat aber eine Vorgeschichte. Die Stiftung gibt es seit 20 Jahren. Vorher hat es den Verein gegeben, der Verschiedenes schon angefangen hat. Angefangen hat es eigentlich im Jugendzentrum in Liestel.
Das war noch unter der Trägerschaft des Kinder- und Jugendwerks des Blauen Kreuz. Und dort war eigentlich so erstmalig so ein grösserer Kontakt mit ganz vielen Jugendlichen. Und dort sind auch Probleme und Fragestellungen gekommen, wo es darum geht, wie können die Jugendlichen eben gerade jetzt die Fragen Ablösung, Berufsfindung, es geht vielleicht nicht mehr daheim, wie kann ich wohnen, weil eine spezielle Krisensituation vorliegt. Und das waren so die Fragen, die man im Rahmen des Jugendzentrums aus dem heraus ist die Jugendberatung entstanden, aus dem heraus sind die Wohnangebote entstanden, aus dem heraus sind auch die Angebote für Stellenlose entstanden. Schon in den Folgejahren, in den 90er Jahren, ist das so eins nach dem anderen auch ein bisschen entstanden. Aber habe ich es richtig verstanden? Du bist in dem Moment ein Mann aus der ersten Stunde. Kann man so sagen, ja. Ursprünglich sogar als Praktikant angefangen. Wahnsinn, also das ist ja ganz ein schöner Weg, der dahinter steckt. Jetzt, wie bringt man die Leute auf den Weg, sich bei euch zu melden, wenn Probleme entstehen? Wo schrillen die Alarmglocken, dass man sich selber auch sagt, jetzt brauchen wir Hilfe? Und es ist auch nicht schlecht, dass man in dem Moment Hilfe suchen. Es gibt verschiedene Wege, sich zu melden. Sei das, man findet uns ja auf allen Ebenen, auch über die elektronischen Kontaktdaten. Von dort her, eben, es gibt so Begriffe, die eigentlich bekannt sind. Sei das Falkennest, sei das Jugendwohngruppe im Park, sei das Bernhardsberg Wohnintegration oder auch die offene Jugendarbeit, die Jugendberatung. Das sind so Stichworte, die man im Kanton und in der Region kennt. Und von dort her ist es auch relativ niederschwelliger Zugang. Speziell ist sicher auch, dass die Jugendberatung 7 Tage, 24 Stunden offen ist und von dort her natürlich einen umfassenden Service hat, der auch die Möglichkeit gibt, dort immer sich zu melden. Machen wir vielleicht zum Abschluss noch den Hinweis, es hat auch über die schwierige Pandemiezeit doch verschiedene Möglichkeiten gegeben, die ihr auch aufgenommen habt. Also auch dort gibt es immer ein offenes Ohr. Ist das richtig? Ja, das ist eine Möglichkeit, die die Jugendlichen natürlich gerade in dieser Zeit vermehrt in Anspruch genommen haben. Auch Beratung, gerade in den Jugendzentren oder in der Jugendberatung. Oder auch in unseren Wohnangeboten. Die Erfahrung war, dass eigentlich unsere Angebote übervoll waren in dieser Zeit. Also wir haben, die Nachfrage war sehr hoch. Man kann das auch sonst hören und lesen, dass die Nachfrage oder auch die Schwierigkeiten, die Jugendliche drin sind, in dieser Zeit eher zugenommen haben. Von dort her ist es ein Thema, wo wir aktuell stark spüren und die Nachfrage eigentlich hoch ist. Speziell auch noch, das habe ich noch nicht erwähnt, wir führen ja zwei Brockenhallen auch zur Arbeitsintegration. Und ganz speziell in dieser Zeit ist auch die Nachfrage von unseren, also in den Geschäften, in den Brockenhallen, eigentlich höher gewesen als vorher. Oder? Weil man vielleicht auch speziell darauf geachtet hat, dass man jetzt Sachen nicht einfach zurückgeht, sondern wiederverwertet oder also etwas, was noch gut ist, auch Occasion kaufen kann. Dann gratuliere ich zum Abschluss nochmal herzlich zu 20 Jahren und bin gespannt, wenn wir uns in 20 Jahren dann wieder antreffen zum 40-Jährigen. Du wirst schon immer noch dabei sein. Ich nehme an, du machst jetzt, planst keinen Wechsel mehr. Du bleibst dem Metier treu, oder? Ich bleibe da treu, ja. Danke, Hans.